Liebe Genossinnen, liebe Genossen, am kommenden Montag, den 19. September, treffen sich 200 Delegierte der SPD in Wolfsburg zum Parteikonvent. Sehr, sehr viele Anträge der unterschiedlichen SPD-Gliederungen gegen CETA wurden eingereicht. Auch aus Bayern gab es einige Dutzend. Sigmar Gabriel und der SPD-Parteivorstand haben jetzt einen eigenen Antrag, einen Leitantrag, diesen Anträgen gegen CETA entgegengesetzt. Wird dieser Leitantrag angenommen, dann fallen alle bisher eingereichten Anträge weg. Das muss uns klar sein. Deshalb lohnt es sich, den Leitantrag ganz genau anzuschauen. Einen Link zum Antrag findet ihr auf meiner Homepage auf der Startseite. Nachdem ich jetzt mehrmals über den Antrag geschlafen habe, schätze ich die Sachlage wie folgt ein. Zugegeben. Der Antrag spricht am Anfang ganz viele Schwachpunkte von CETA sehr konkret und sehr richtig an. Wer den Antrag von Sigmar Gabriel liest, erkennt, dass der jetzige CETA-Text an ganz, ganz vielen Stellen die roten Linien des SPD-Konvents vor einem Jahr deutlich überschreitet und dass CETA abgelehnt werden muss. Der Antrag ist aber sehr geschickt geschrieben. Er ist eine Aufzählung von Schwachstellen von CETA, kombiniert mit einer Aufforderung, dies alles nochmal zu prüfen und nochmal zu verändern und nochmal neu zu machen. Aber am Ende des Antrags steht es ganz eindeutig, ein Ja zu CETA. Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, dass der Antrag zwei Ziele verfolgt. Erstens soll dieser Antrag, der Leitantrag, bei den Delegierten den Anschein erwecken, dass es noch Möglichkeiten gibt, den CETA-Text grundlegend nachzuverbessern. Im Rat oder durch das Parlament. Und hier möchte ich einfach ganz deutlich als EU-Abgeordnete sagen, ich glaube nicht daran. Es kann wohl noch die kleine, eine oder andere kleine Veränderung geben. Zum Beispiel kann ein Protokoll angehängt werden oder Erklärungen können festgehalten werden. Aber es kann nur noch kleine Nachbesserungen geben. Das große Ganze ist nicht mehr zu ändern. Aber der Antrag macht den Anschein. Das zweite Ziel des Antrags, und das ist wieder mein Eindruck, dass diese Veränderungen, die großen, die angeblich möglich sind, nur ein Ziel haben, Sigmar Gabriel, die beim Regierungsentscheid ein Ja zu erlauben. Er möchte, dass die SPD das Ja von ihm legitimiert. Kurz, ich stimme jetzt mal zu als Wirtschaftsminister und später verändern wir noch was. Meine Meinung dazu ist ganz klar. Deutschland muss jetzt alles tun, um CETA bereits im Vorfeld zu stoppen. Deswegen, im Rahmen des Parteikonvents dürfen wir diesen "Wir wollen noch einmal alles verändern und prüfen" Antrag von Sigmar Gabriel auf keinen Fall zustimmen. Wir müssen vielmehr Sigmar Gabriel, unseren Wirtschaftsminister, auffordern, für die SPD gegen die vorzeitige Inkraftsetzung von CETA zu stimmen, um das Schaffen von Fakten zu verhindern. Wir müssen Sigmar Gabriel, unseren Wirtschaftsminister, auffordern, für die SPD im Rat die Nein-Kugel in die Waagschale zu werfen. Dann kann sie zusammen mit der Ja-Kugel von der CDU-CSU sozusagen zusammen zu einer Enthaltung von Deutschland führen. Wenn die SPD von der Basis bis zur Parteispitze in Deutschland alles gemacht hat, aber CETA trotzdem auf den Weg kommt, dann sind wir Europaabgeordneten gefragt. Dann werden wir uns mit aller Kraft, mit Bündnissen zu Kolleginnen der eigenen Gruppe, aber auch der anderen Gruppe und auch aus allen Mitgliedstaaten, wir werden uns mit Bündnissen gegen CETA stemmen. Dann zählt jede einzelne Stimme im Europäischen Parlament. Falls all diese Versuche fehlschlagen, falls wir es im Europäischen Parlament nicht schaffen, CETA zu stoppen, gibt es noch eine letzte Möglichkeit, weil CETA durch die 28 Mitgliedsländer ratifiziert werden muss. Schließlich am Schluss, vielleicht erst ein, zwei Jahre später, muss dann eben der Bundestag noch mehr versuchen, die Kuh, besser gesagt das Abkommen vom Eis zu holen. Liebe Genossinnen und Genossen, mir ist es heute sehr ernst. Es ist ganz klar, und ich möchte es hier benennen, wer dem "Wir wollen alles noch einmal prüfen und dann noch verändern" Leitantrag von Sigmar Gabriel am 19.09. zustimmt, der geht ganz klar in die Richtung eines Ja's zu CETA. Und niemand von euch darf sich nachher wundern, wenn es den anderen politischen Ebenen vielleicht nicht mehr gelingt, CETA zu stoppen. Vielleicht, weil die Kraft fehlt oder die Mehrheit fehlt.
Deswegen gibt es nur eins: CETA jetzt auf dem Parteikonvent stoppen. Jeder von euch trägt Verantwortung. Eure Maria Neuchl, Europaabgeordnete aus Bayern.